Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Republik. Diesmal nochmal mit Fake Greenscreen. Weil das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Das Ergebnis war ziemlich gut. Für meinen Geschmack. Und da habe ich überlegt, ja, da lasse ich das erstmal so. Und weil da nehme ich halt ein bisschen weniger vom Bild weg. Also hier unten ist eh nichts in der Ecke. Steht jetzt nur, wo ich bin. Das ist. Mal gucken, ich lasse es mal erstmal ein bisschen drin. So, wir sind ja hier in dem Versteck von dem komischen Rebell da. Hier war doch irgendwo der. Achso, das muss ich nochmal scannen alles. A subject near to the. Okay, das, wir kennen das ja alles schon. Das hat es anscheinend nicht gespeichert, auch nicht so schlimm. So. Den Taser muss ich nochmal mitnehmen. Ja, sehr schön. Wir waren doch irgendwo der Kassettenrekorder. Ach da, im Regal. Dann hören wir uns mal die Kassetten an. Ah, so ein Säger selber. It's got me scratching. Like a flea bitten dog in a patch of poison oak. Not to mention. I've got this clicking in my head that I just can't seem to shake. Bet you the overseer probably put a chip in my brain. Now it's malfunctioning. Figured forcing everyone to wear a collar wasn't enough, so he decides to tag us too. Flugkönchen wieder, Junge. I have got an epic case of cabin fever. I think maybe I'm going crazy. Crazier than usual. I gotta get out of here. I tell you, my mind, it's melting. It's dripping out of my ears. It's all this technology, this invisible energy. It's cutting right through me every second of the day. Wi-Fi is killing me, man. It's cutting me down slowly. There's no way to turn my brain off, and no way to keep this guy's gray matter a secret from his prying eyes, because he's psychic. No. Okay, so das ist ja der totale Verrückte. He has a billion cameras in this place, that's all. A billion cameras. And they're all aimed at me. Better if they were guns. You know, I'd kill myself if I thought it'd keep him from reading my thoughts. But he'd probably just dig up my corpse, plug out my spine, and shove it into some computer. Is that even possible? Do that yet? Oh gosh. My only choice is to keep drinking. Just keep drinking until my mind resembles an overcooked asparagus. I think I'm halfway there, I think. Every brain cell I drown is one less piece of evidence that bastard's thought police could turn against me. Booze is the best degaussing gun. Okay, I gotta go. Remember, don't trust me. Not even anyone. Hä, was ist das für ein komischer Typ? Das wird ja immer so übelst als übelst Rebell verschrien und was weiß ich was, aber irgendwie kommt er eben nur vor, als wäre ein übelster Saufkopf. So, ich habe mir jetzt noch zwei weitere von diesen Kassetten angehört. Also eigentlich nur eine voll, die zweite habe ich jetzt abgebrochen, weil das ist einfach nur so ein Dünnschiss, was der da labert. Das ist wirklich schlimm. Erstmal flucht er nur rum, jedes zweite Wort ist zensiert. Es ist übelst anstrengend, sich das anzuhören.
Und dann ist das auch nichts mit Inhalt. Das ist einfach nur irgendwelches Gebrabbel von irgendeinem Betrunkenen, der da in der Ecke hockt und ja, seinen Hass auf die Welt propagiert. Also richtiger Müll. Da habe ich gesagt, ey, ich habe da jetzt von noch, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kassetten. Ey, die gebe ich mir jetzt nicht alle. Und euch gebe ich die jetzt auch nicht. Ihr habt die erste jetzt, die lasse ich drinne, damit ihr wisst so ungefähr. Und das ist die ganze Zeit, die alle Kassetten sind wahrscheinlich so. Also totaler Rotz. Das muss ich mir nicht antun. So, wer bist du denn hier? Ah ne, das kennen was. Rubbish! Every last word of it. This isn't how I thought I'd spend the eve of the arrival. Oh, Señor Octavo. I am so sorry. I must come to terms with the fact that I'm at least partially responsible for your death. And now I sit here, adding insult to injury, writing more lies on the wall of your coffin. I'm done. I've ruined enough lives. I refuse to taint their afterlives too. Okay, das ist doch die Chefin vom von der komischen Zeitung hier, ne? Tilda Sade. Keine Ahnung. Telefon? Hi, you've reached Matty Sade at the Morning Bell. Please leave a message. Ach, Matty Sade, hello? Das ist die. Your stupid machine is on. No, no, I'm stopping it. Hold on. There we go. Mireille, how are you, darling? Ah, not well, I guess. I just spent the last hour getting slapped down by the headmaster because you thought it would be cute to create some pointless controversy around my drinking habits. You stupid, phony... Phony? Well, if that isn't richer than the royal family. You're the phony, me, Ray. You with your bogus name and manufactured accent. I am curious. How exactly did you manage to cultivate such a lovely and exotic French patois growing up in Blacksburg, Virginia, hmm? Miss Prideaux? Should I call you Miss Sade? If you want me to drop the issue, then you'd better drop the act. Ask me why I haven't shared that with the headmaster. What's the matter, darling? Cat got your tongue? Another word about this and I swear to God I will. Okay, also die Sicherheitschefin, die ja nicht mehr Sicherheitschefin ist, ist anscheinend auch nicht ganz so weiße Weste, wie man denkt, ne? Ja gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Pennt da zwar. Aber vielleicht wacht die nicht auf, oder sie wacht auf und es gibt jetzt eine Cutscene oder irgendwas, keine Ahnung. Aber die müsste ja eigentlich diese Keycard haben. Die Eule rein. Achso, die liegt hier auf dem Tisch. Leaving so soon? You'll need more than that to get out of here. It's all right. They won't come in here. Apparently they're afraid of me. Or what I'll write about them. Alles Trinker hier. Would you like a drink? Or would it corrupt your coding? You're a long way from home. I don't have a home. Do you have a soul? Do precals have souls? I used to. Until one night, I went to bed with the devil. I woke up regretting it. But I did it again the next night, and the night after that, and every morning, I'd look at what I'd written and issue an apology. But that wore me out. Sincerity is exhausting.
I started faking it. As a woman, you learn to fake an apology. As a woman journalist, that's all you end up doing. So what's your story? I'm escaping. And good luck with that. Do I have a chance? Stupider people than you have gotten further in life with less help. You do have help, right? No. I see. Well, I thought I heard you talking to someone earlier. So what's your plan for getting to the surface? Because there's a pair of armored Prizrak upstairs who like their jobs too much to let some empty-headed twit with a stolen mobile get the better of them. No offense. None taken. Well, I know a way to remove them. No blood, no violence. You won't have to get your hands dirty. Entweder ist die übelst riesig oder ich bin übelst klein. The news office calls their archives. They call it the morgue. The place where old news goes to die. But sometimes we'll bring a story back to life. Sometimes we'll raise the dead. Are you willing to summon a ghost or two? Yes. Then let's see which poor souls we're dealing with tonight. Okay, die wird uns anscheinend helfen. Ach danke, ich war gerade in dieser Kamera drin. And David Bowen. There are two data hubs on either side of Terminus. Atlantic and Pacific. Getting to them won't be easy, but you'll manage. Go, now. I don't understand. What do we do when we get to them? We? Me. Right. Find the Pacific and Atlantic servers. I'll call you when you get there. Warum mache ich das jetzt? Gut, ich mache das jetzt einfach, weil... Was soll ich sonst machen, ne? So, Cooper zeigt mir bestimmt, wo es lang geht. Nee, zeigt er mir nicht. Ich muss den mal einen Schritt nach vorne gehen. That was unexpected. Can we trust her? I'd like to think so. After all, she let me keep the keycard. Or maybe she just forgot I had it. Na ja, Cooper ruft an. Well then, it would seem Miss Sade is stewing in a broth of remorse and hard alcohol tonight. However, she does have a solid plan for dispatching those two Prizrak at the service elevator. I'd advise you and the girl to follow Maddie's lead on this. Drive safely. Okay. Das heißt, wir müssen die jetzt wegkriegen. Okay, durch diese Tür da. Das ist wieder der Ausgang, da kommen wir zurück. Aus der Zeitschriftenredaktion hier raus. So, hier lang. Gucken, wo müssen wir hin? Ach so, mit der Keycard können wir jetzt wahrscheinlich durch diese Tür hier, die noch verschlossen war beim letzten Mal. Oh, fucker! Do you hear me? Hello, the both of you. My name is Mattie, and I'll be your tour guide tonight. Are you back at the terminus yet? Go ahead and choose one of the two server wings, Atlantic or Pacific. We'll reconvene when you get there. Okay, die hat jetzt anscheinend irgendwie in unsere Kommunikation reingeklingt. So, gehen wir hier hin. Okay, hier sind lauter Wachen. Mark 3. Alright, kids, you're on the right track. Work your way through there to the server room. And mind the Prizrak. They've sworn an oath to protect the Terminus. Even though they haven't a clue what it is. Why is it so cold in here? Oh, ist hier so kalt, so müssen gekühlt werden. So, wo muss man denn hin? Da drüben, okay. Hier ist noch ein optionaler Raum und da drüben ist noch einer. Ich vermute mal, einer von beiden ist so ein Versteckraum. Ebene höher, hier ist gar nichts. Okay, da komme ich nur oben langlaufen und unten kann ich langlaufen. Okay. Würde ich mal sagen, unser erstes Ziel ist hier drüben, der... Hier sieht es nämlich, glaube ich, eh gerade keiner. Da drüben der Raum hier.
We can recharge here. Ah ja, gut. Batterie aufgeladen und hier können wir auch gleich in den Truck nochmal reingucken. Vielleicht ist da auch Spray drin. That's more than I can carry. Ich bin voll, okay. Dann mal ein Update. Gesammelt haben wir fleißig. Das ist schon da wo? Was ist das? Also ablenken. Ping. Ja, gut, da sehe ich es auf der Karte. Ist das eigentlich passiv? Ich glaube schon, oder? Dann ist das, dann nehme ich das mal mit. Das ist so ähnlich wie das durch das Wände sehen. Das ist, glaube ich, auch passiv. Na gut, hier sehe ich jetzt eh gerade nichts, weil ich in dem Raum drin bin. Ping, kann ich das hier irgendwie aktivieren? Nee, ne? Nee. So, verstecken wir uns mal hier. Und gehen wir da in diese Kamera rein. Pseudonym Greenback. Drüben ist mal einer. Was ist jetzt hier? Ah ja, jetzt sehe ich hier nämlich die Leute. Das ist cool. Das ist wirklich passiv. Das ist natürlich sehr nice. Ich muss ja eigentlich nur da drüben hin. Also wie ich sehe, gibt es hier auch... Da hinten liegt noch was. Okay, das ist ein Büchlein. Wo bin ich eigentlich gerade? Da bin ich, okay. Hier liegt das hier hinten irgendwo. Ja. Gehen wir dahin. Halt, da war noch was zum Scannen. Data keeps best when chilled. Wow. Ist ja gerade die perfekte Gelegenheit, dass der jetzt dahinter hingeht. Würde ich mal sagen. Ich gleich beklauen, oder? Das ist ja unfair. Einfach weil sie zu blöd war, richtig zu klauen. Kaufmann, okay. Quasselstrippe. Also sie hat sie jetzt ja beim Klauen vor ihnen gestellt. Das ist ja... So, nimm dir mal das Büchlein da hinten. Sehr schön. Wieso ist nämlich eigentlich die Bücher? Das ist eh scheißegal. Das da drin steht, ist eh immer Murks. Ich glaube, mit diesen Helmen sind die immun gegen Angasen. So, wie kommen wir jetzt hier rüber? Ich könnte unten lang gehen oder hier in der Mitte. Eine Kamera? Ja, hier hängt einer. Ich gehe mal hier hin. Ich versuche mal unten lang. So, mal gucken, wo geht der jetzt hin? Geht der jetzt hier hoch? Ja. Hier irgendjemand? Nö, da kannst du auch hier hingehen. So. Und dann schleichen wir uns mal hier nach oben.
Hier ist niemand. Dann gucke ich mal noch in den Raum rein, was das für einer ist. Gut, dann kann ich wieder rausgehen. Ab nach draußen, genau. Und... okay, ich muss mal einmal rüber. Ah, ich kann da rüber. Oder ich kann jetzt hier rüber. Ich glaube, hier rüber ist einfacher. So. Hier runter. Genau, hier dann durch. The Overseer is a glutton for raw data. He's already cleaned his own plate. Now he's eating off yours, mine, and everyone you've ever known. So, ab durch die Mitte. Ganze Spieleklaue spare ich mir jetzt mal, das bringt mir eh nichts. Und dann? Ach, gibt es eine neue Omni-Version? Omni-Version 3? Ich glaub schon. Tada! Version 3. Software-Update complete. Gemacht und den ich gleich runtergefahren. Okay, ich soll ihn doch runterfahren. Shutdown. Metamorphosis is so gloomy this time of year. Let's get out and explore the world, shall we? I wonder what the weather's like in David Bowen's hometown of Chattanooga, Tennessee. Select that location on the map. Wo ist denn Tennessee? Das ist Europa. Tennessee. Tennessee ist Amerika. Aber wo? Ist es an der Küste? Ne, ich denke mal hier. Könnte es Tennessee sein? Geografie, ne? Also, eins. Was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Ah, mich reingehackt. Wie zum Scan? Where are you? Once again, I find myself sitting here, alone. Talking to a computer with no one on the other side. David, I don't know what to do. I spent $14 on this microphone so that we could talk. I don't know where you are. I haven't heard from you in weeks. You said you would be able to call every day. June is having a really rough time at school. And Libby has impetigo. And Dr. Carter says we could get it. Have a doctor there, please. Go see him. I don't want you to get anyone else sick. You could be really contagious, and it's worse if you get it as an adult. Okay, das ist wahrscheinlich ihr Freund oder Mann, der David, der arbeitet wahrscheinlich hier mit, und darum ist er, hört sie nichts mehr von ihm, weil abgeschottet. What else can you find? So, das Buch kann ich nicht selber nochmal scannen. Hello. Mitchell? Hey, it's... Leslie, yeah. What's up? What's up? Sorry, I... Hey, don't be sorry. What's going on, darling? We're in a lot of trouble. What kind of trouble? I don't know how we're going to be able to buy groceries for the week. David isn't responding to my calls. It's like he dropped off the face of the earth. The check he was supposed to send last Thursday didn't arrive, and now I don't. Hey, it's all right. We'll figure something out. Anything I can do to repay you. We'll figure something out. Thank you. You've always been such a good friend to David. And me. I'll tell you what. Why don't you come over to the house tonight and we'll make
make this all okay. Oh, I thought Beth said you were out of town. Oh, well, yeah, Beth's going to her sister's for the weekend, but, hey, I'll be here. What'd you like for dinner tonight? I'll pick us up something, and I'll get us a bottle. You still drinking Irish Gold? Oh, I don't... I mean, I shouldn't. I have to be up early tomorrow. No. You come over and relax and have a drink with me. Hell yeah. We'll make this okay. Don't you worry, darling. We'll figure this all out. Brilliant. Keep searching, you two. Do you know us? Oh, hey, Mitchell. I didn't see your truck outside. David. Your wife picked me up on the way home from the supermarket. I hope you don't mind. I took your last beer. Nah, that's all right. Hey, what you got there? Popping pills? Huh? Oh, right. No. No, Libby's sick. Some kind of infection. That's a shame. Yeah, she's fine. These things ain't cheap, though. And I find out today they aren't covered by our plan. Pretty much the perfect cap to a week. I don't know if Leslie told you, but we're pretty upside down on the mortgage. Gotten enough late notices we could wallpaper the living room with them. I'm sorry to hear that. Anything I can do? Nah, you've bailed us out enough times. Can't ask you again. There's just no work right now. Oh, man. Oh. Hey. Forget so much. I told you I might have a job for you. Hey, you're gonna have to travel, but the pay is real good. You kidding? I'll commute to the moon and back if it means we can save this house. Ah, also der Mitchell ist anscheinend mit involviert. Hat ihn angeworben, sozusagen, den David. Mom? June? Did we forget how to knock? Sorry. Jeez. Shut the door. Now, let's try that again. Mom, may I please come in? You may. What are you doing? Helping your father pack a suitcase. What did you just stick in there? None of your business. Did you finish doing your homework? Yes. Mom, is Danny joining the cult? Of course not. But this boss guy, Triglazov, he sounds like he's running a cult. I'm sure it's not that bad. Do not talk about our fearless leader that way. Seriously, Dad? Hey. Listen to me, Junebug. I am not joining a cult. I admit this seems a little weird, but this is a great opportunity for our family. There's a lot of money in this job. It's private security. This is no different than when I went to work at JL National. You remember? That was in Akron, Ohio. This is like halfway around the world. Yeah, it's a little bit further, but we need the money. Don't worry. I don't care one bit about this guy's belief system, and neither should you. If this Triglazov turns out to be as crazy as he looks, I'll just leave. I'll turn around and come right home. I promise. Ja, okay. We're close. Let's find just a bit more. Okay, was haben wir dann noch? Kamera am Teddybär, okay. Jetzt haben wir nichts mehr. Habe ich. Ah doch, hier. Das Messer. Nachricht auf dem Messer. Hä? Can I help? No, sir. This is your last home-cooked meal for a while and you're gonna sit right there and not lift a finger. That I can do. I hope they feed you decently. Can't have you wasting away on me. I'm sure they'll feed us. Are you worried about me? Always. This is a great opportunity, Les. If it's so great, why didn't Mitchell sign up too? Beth's family is loaded. Mitch doesn't have to take every job comes his way. I'm gonna miss you. I'm making buttermilk pie.
You hear what I just said? Yeah, I heard you. That reminds me. When you get to where you're going, check your gray carry-on. I left you a surprise. Did you now? Well, I should warn you. This place I'm going, they have strict rules about contraband. Especially contraband of a pornographic nature. Relax. They're tasteful. Ah ja. Dafür hat er die Kamera gebraucht. We should have enough to make this prismac disappear. Let's conjure a little journalistic magic. We're here to build a case against the prismac David Bowen. The full story, replete with scandalous quotes and damning photos. Select some audio or an image to get started. Okay, muss ich selbst eine Zeitung zusammenpacken. So, was braucht man als erstes? Was braucht man bei einer Zeitung als erstes? Bild. Nothing worse than a sharp image of a fuzzy concept. Let's pick the most incriminating photo we can. Ja, was ist hier? Wir müssen das als Bildschlagzeile machen, ne? Also so richtig so, das muss knallen. Vorderbrat langweilig. Tabletten. Ich weiß nicht. Mahnungen. Das Messer. Das Messer, das sieht schon mal gut aus. Mülleimer. Ja, Messer. We have the photo. Choose a soundbite with some real bite. Hier, was brauchen wir hier? I don't care one bit about this guy's belief system. And neither should you. If this Treglazov turns out to be as crazy as he looks, I'll just leave. Nee. This boss guy, Treglazov, he sounds like he's running a cult. Oh, Messer, Sektenanführer, das klingt schon mal gut. Well, I should warn you. This place I'm going, they have strict rules about contraband. Nee. I have no problem smuggling them in. Das ist gut. Das ist noch besser. Er nimmt ein Messer. Oh, sehr schön. You could be really contagious. And it's worse if you get it as an adult. Nee, hier. Not strong enough. The quote and the image are incompatible, I'm afraid. Das passt sowas von gut zusammen. Okay, dann mach ich's halt nach. We have the phone. Lehrbuch. Choose a soundbite with some... Then I should have no problems. That's worthy of a Pulitzer right there. Let's send this story to print. Okay, es muss dazugehören, aber es kommt trotzdem eine sehr schöne Schlagzeile raus. David Brown arbeitet heimlich als widerlicher Pornograf. Let's start over. Was will ich denn was anderes machen? Was haben wir hier noch? Die Tabletten? Antibiotics. As usual, it's not the pills themselves that are dangerous. It's the infection they were meant to quell that could bring down poor David. You could be really contagious. That's worthy of a Pulitzer right now. Kann ich mal ärztliche Untersuchung verbreitet Infektion. Ach nee, das wirkt nicht so knallig. This Prizrak fell on hard times. Still, it's not our job to soften his landing. Maybe we can use this image against him. I don't care one bit about this guy's belief system. The quote doesn't ring true in the context of that photo. Yeah, okay. Try changing it up. Let's clean the slate and do this again. During compatible, I'm afraid. Na gut, das andere ist das mit dem Krank. We have the dann passt da auch nichts dazu. Sound. Okay, da gibt es anscheinend einige, die einfach nicht zusammenpassen. Na gut. Was war das jetzt hier? Der Mülleimer. We have the photo. Choose a soundbite with some real bite. Passt denn so dem Mülleimer? Gar nichts, hä? I don't care one bit about this guy. That's worthy of a professor right there. Let's send this story to print. Ich glaube, das ist natürlich das Schwierigste für ihn, weil das mit dem pornografischen Sachen, ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen skandalmäßig, aber jetzt nicht so. Obwohl der Direktor war schon so übelst gegen Pornografie, das stimmt schon. Aber ich glaube, wenn wir sagen, wir greifen sein Wertesystem direkt an, dann ist das wahrscheinlich noch tragischer für den.
Man fühlt sich so ein bisschen dreckig, ne? Der komische Typ da, der David, der hat übelste Probleme, Geldsorgen und so, hat Frau, zwei Kinder, nimmt diesen Job aus Verzweiflung an, der ja auch nicht so ganz koscher ist, ne? Dann schickt er auch kein Geld mehr, wahrscheinlich kriegt er keins, keine Ahnung, irgendwie kommt nichts mehr nach draußen, da ist ja hier alles abgeschottet. Und was machen wir jetzt hier? Wir lassen ihn einfach ins Messer laufen, klagen ihn an, dass er nochmal richtig Ärger bekommt. Ja, jetzt fühle ich mich auch richtig gut. Would you care to be credited for this scoop? Nein. No worries. I'll publish this as my own piece. Also, das mache ich doch nicht selber hier, also wirklich, bin ich blöde. Ich muss geheim bleiben, wer ich bin. Between you and me, I don't feel comfortable with this. Ja, ich auch nicht. Those poor people. Ja. Don't be such a pill. We just take what we need and ignore their tales of hardship. At least I do. If you get off on every sordid detail, well, that's your problem. Now, we've got one more server to go. Let's get to the other side of Terminus. Okay, wir sagen den zweiten Server. Den schauen wir uns in der nächsten Folge an. Obwohl mir wirklich. Nee, ich bin nicht fort. Also wie Hope schon sagte, ist irgendwie ein bisschen dreckig, was wir jetzt hier gemacht haben. Aber. Naja, gut, die Maddie, die ist. Die will uns zwar helfen, aber die ist halt auch nicht wirklich. Halt so eine richtige, hinterhältige Journalistin, ne? Gut, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. In der nächsten Folge werden wir dann den zweiten Server machen. Da werden wir wahrscheinlich wieder irgendjemanden ans Messer liefern. Also nicht irgendjemand, sondern die zweite Wache am Fahrstuhl. Und dann nehmen wir vielleicht den Fahrstuhl und geht nach oben, obwohl dann wahrscheinlich wieder irgendwas dazwischen kommt. Wir sind ja erst in Kapitel 3 von 5. Das heißt, zwei Kapitel fehlen ja noch. Also irgendwas wird da wieder schief gehen. Aber seid gespannt. Bis dahin. Ciao, ciao.